Hier haben wir unseren Kontaktgrill, den HD4469. Der kann ein paar Sachen, die vielleicht andere Grills nicht können. Und zwar können Sie ihn einmal komplett aufklappen. Das heißt, wir haben eine wunderbar große Fläche, um das Gerät zu betreiben. Sie können ihn einmal als Überbackfunktion oder eben, wenn Sie ein großes Sandwich haben, eben als Sandwichbreiter mit einnutzen, mit einer entsprechenden Oberhitze. Aber Sie können selbstverständlich auch als Kontaktgrill, so wie er gedacht ist, auch nutzen, um zum Beispiel Burger zu machen. Wir haben unsere Burger, die haben wir im Fleischwolf selbst zerkleinert. Das Gute daran, wenn man seine Burger-Patties selber macht, ist, dass man natürlich den Geschmack auch selber bestimmen kann. Wir haben hier mal ein bisschen was vorbereitet mit ein bisschen Zimt, mit ein bisschen Vanille. Und das ist ein ganz bisschen schärfer als Asia-Burger. Den werden wir uns gleich schmecken lassen. Aber dafür gehen wir ihn erstmal hier rein. Wir haben hier zwei einfache Bedienfunktionen. Wir haben einmal die Stärken 1 bis 5, die wir einstellen können für die Hitze. Und hier haben wir einmal einen Timer, den wir einstellen können, wo wir die Minutenzahl einstellen. Ich würde jetzt einfach mal 6 bis 7 Minuten eingeben. Das ist natürlich Ihnen überlassen, weil es gibt einige, die mögen den Burger noch sehr blutig. Es gibt Leute, die mögen den Burger eher durchgebraten. Das ist also ganz in Ihrem Sinne, wie Sie das einstellen. Ich persönlich mag ihn ganz gerne Medium und werde es einfach mal jetzt versuchen und bin sicher, das Ganze wird wunderbar schmecken. Ein weiterer großer Vorteil ist, deswegen die Grills auch von Philips immer Gesundheitsgrills genannt werden. Wir haben hier die Möglichkeit, dass das Fett, was da ist, abläuft in eine Art Wanne. Und diese Wanne können Sie dann einfach sauber machen. Und alles das, was an überschüssigem Fett von Ihnen nicht gegessen werden soll, wird auch einfach nicht gegessen. So, hier hätten wir jetzt einen weihnachtlichen Burger mit Zimt, Vanille und ganz viel Geschmack, ein Coleslaw dazu und eine Teriyaki-Lack dazu. Guten Appetit!